Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part Let's Play Pokémon Pearl. Ja, wir stehen dem legendären Pokémon Heatran entgegen, dem Vulkan-Pokémon schlechthin. Und was ist los? Für alle die den letzten Part gesehen haben, werden wissen, was los ist. Wir sind jetzt schon mittlerweile im dritten Versuch, weil das Pokémon einfach die zwei davor einfach mal down gegangen ist, wegen dem schönen Volltreffer von Watersnail. Hast du super gemacht mit einer super Schnecke. Ach ja. Probieren wir jetzt mal so zu fangen. Dann im dritten Versuch kam sofort der Volltreffer und muss fast komplett zu besiegen. Zwei? Das war nicht schlecht. Zwei war klar, das ist schon mal nicht schlecht für den Anfang. So, jetzt kommt der Eisenschädel gleich wieder rauf. Ich werde dich gleich heilen müssen, weil Watersnail immer noch im Feuerwirbel steckt. Und das tut weh. Ach, du bist befreit, das ist auch schön. KP, AP, Erholung. Wo habe ich den ganzen Tränke? Hypertrank, genau. Den wollte ich haben. Ach, meine Stimme ist immer noch nicht so ganz fit heute Morgen. Ich sollte aufhören, morgens aufzunehmen. Gott, Hilfe! Ich sollte aufhören, morgens aufzunehmen. Genau deswegen hört es sich so bescheuert an. Ach Gott, meine Stimme. Ich stecke noch irgendwas im Hals drin. So. Alles klar. Ich sollte mal weiterhin wieder Finsterbälle werfen. Alter Schwede. So, jetzt ist aber auch vorbei. Dieser Husten Alpha 1. Naja. Ich glaube, das ist noch ergiebiger als bei Tobutzen. Das hat so selten gewackelt. Ach ja, schlimme Erinnerung. Mensch. So. Kein Volltreffer in den letzten drei Runden. Das ist ja selten, dass sowas passiert. Interessant. So, jetzt werfe ich mal einen Pokéball. Ne, bei dem habe ich immer noch die meisten Hoffnungen. Mal sehen, was passiert. Nischt. Okay, Heatran. Du willst es also auf die harte Tour. Bitte, bleib im Ball. Mann, Hyperball. Ach ja. Wird wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit sein, bis Watersnail dann auch vom Feuerwirbel gefangen wird. Und dann eventuell sogar verbrennt. Das wäre doppelt blöd. Und ich brauche Watersnail vorne, denn das ist defensiv so stark und hat einen sehr guten Level. Das ist nötig. Beutel. Ich sollte dich erstmal heilen. Ach ja, Watersnail. Oder kann ich irgendein anderes Pokémon benutzen? Was ich schon mal nicht benutzen werde, wäre Rexpizar. Da bin ich mir definitiv sicher. Einfach nur wegen Eis und Pflanze und Feuer ist, ne, vielfach effektiv und so. Ja. Watersnail ist wirklich sehr gut dagegen, weil vielfach resistent gegen Feuer und so, ne? Trotzdem macht das so viel Schaden. Heatran hat einen verdammt hohen Spezialangriff. Verdammt hoch. Ich werfe mal wieder einen Pokéball, einfach spaßeshalber. Der geht, wenn es Maximum bei 394, das ist schon extrem hoch. Bleib doch endlich im Ball drin. Mensch. Zumindest ein paar kleine Wackler, das wäre doch super. Das würde mir gefallen. Noch kein Volltreffer, was ist denn heute los im Part? Aber der Brand. Ach ja, na gut. Naja, was soll's. Ich glaube, ich lasse Watersnail jetzt mal drauf gehen, weil so viele Tränke möchte ich jetzt auch nicht verschwenden. Finsterball. Na gut. Ich bin gespannt. War ja sehr ergiebig. Mensch. Das könnte jetzt reichen mit dem Brand zusammen, ne? Eigentlich ja. Jo. Das wird reichen. Leider. Schade drum. Also danke, Watersnail, für deine Dienste. Du hast immerhin Heatran so weit runtergebracht. Die zwei Runden davor, die zwei Versuche davor, die. Ja, die erwähne ich jetzt einfach mal nicht. So, Blaze Force hole ich jetzt mal raus. Weil Feuer ist ja auch nicht effektiv gegen Feuer und der Eisenschädel ist jetzt auch nicht wirklich effektiv gegen, gegen Kampf als Stahlattacke. Und scheiß auf die Grimasse, die ist jetzt eh nicht mehr so relevant hier in dem Kampf. Sag mal, wackelst du auch noch irgendwann mal? Mensch, Heatran. Mach's mir nicht so schwer. Mach ruhig Masse, habe ich nichts dagegen. Ach ja. Nee, das wollte ich nicht. Beutel. Superball. Mal sehen, was du dagegen zu sagen hast.
Anscheinend hat er gut was zu sagen. Ach Mann, ich habe immer so ein Pech mit den legendären Pokémon. Sollen das? Ich sehe es jetzt schon wieder kommen, ich muss das alles wieder offscreen machen. Und wenn ich alle legendären Pokémon offscreen fangen muss, dann wird das Let's Play schneller zu Ende gehen, als ich mir das denken könnte. Mann. Meine Stimme kriegt gleich ab. Ich wollte eigentlich noch mehr aufnehmen, aber ich glaube, danach wird das nichts mehr. Naja. Ja, Flammensturm. Stimme mich weg. Mal sehen, wie viel es abzieht. Oh. Über die Hälfte. Zumindest kann Blaze Force nicht verbrannt werden. Aber ich glaube, die Funktion, die hilft mir jetzt auch nicht so großartig weiter. So, kommt ein Finsterball. So, eins. Na, immerhin. Ne? Immerhin, ein Wackler. Ich glaube, das ist immer noch bisher eine bessere Bilanz als bei Tobots, kann das sein. So, bei einem Wackler, kein Wackler, ne? Und Blaze Force sagt jetzt auch, Tschüssi! Den hole ich ihn jetzt mal raus. Ich fange mal mit Dark Shark an. Also den Pokémon habe ich nicht mehr. Ich möchte aber auch keine Tränke mehr einsetzen. So, Beutel. Hyperball. Ich hoffe, wir sind noch bei dem Bereich, wo wir Timerbälle einsetzen können. Das ist, glaube ich, die einzige Chance, die mir noch bleibt. Denn ihr seht, wie hoch die Chance ist, dass wir überhaupt einen Wackler kriegen. Obwohl sie noch höher ist als bei Tobots, nicht? Kannst du ruhig noch öfter Feuerwirbel einsetzen, wenn die Attacke nicht trifft. Hat, glaube ich, nur eine 85% Chance. Ich bin mir da aber nicht so ganz sicher, weil ich die Attacke eigentlich nie nutze. Ich glaube 85 ungefähr. Eins. Zwei. Ja, zwei Wackler sind bisher noch das beste Resultat. Das hatten die auch schon öfters. Also was heißt öfters? Hatten wir schon ein paar Mal, nicht? Ach ja. Also dafür, dass es eine physische Attacke ist, macht Eisenschädel doch ein bisschen zu viel Schaden, finde ich. Gut, kriegt jetzt Step, aber wie gesagt, der Spezialangriff ist wesentlich höher. Flammensturm ist ja speziell, Feuerwirbel auch. Eins. Naja, ne? Ist ja ein Pokéball, aber bei dem habe ich mir noch die meiste Hoffnung, wie wir ja wissen. Noch ein Eisenschädel. Ich weiß gar nicht, wie hoch die physische Defensive von Dark Shark ist. Das kann ich gar nicht so sagen jetzt. Finsterball. So. In der Hoffnung, du bleibst endlich drin. Eins. Na. Jetzt kommen öfter mal so Einserwackler. Das ist doch schön. So, Grimasse. Das heißt, Dark Shark bleibt noch eine Zeit lang auf dem Feld. Allzu lange wird es jetzt auch nicht mehr dauern. Beutel. Was habe ich denn hier so? Hyperball. Also los. Von dem habe ich, glaube ich, ja noch am meisten. Dann nutze ich die auch. Was bringt nur nichts? Was soll ich denn tun? Menschenskinder. Feuerwirbel. Ein ganz langsamer Tod für Dark Shark. Ich glaube, die Runde wird jetzt auch noch überleben, oder? Den Strudel. Überlebt er das noch? Kann sein. 23 zu 12, ja. Gerade noch so überlebt. Superball. Also von 23 auf 12 sind 11. Das heißt, wenn er jetzt Grimasse einsetzen würde, der Heaturn 1, 2... Oh, Superball ist heute gar nicht mal so schlecht bei Heaturn. Wenn er jetzt Grimasse einsetzt, dann wird Dark Shark noch eine Runde überleben. Tut er aber nicht. So, weil der Feuerwirbel eben 11 Schaden gemacht hat. Und ich würde sagen, das würde dann auch so bleiben. So, nächstes Pokémon. Holt mal Sky Shadow raus. Gott, meine Nase ist ja auch nicht so ganz... Also ist ein bisschen verschopft, glaube ich. Aber egal. Soll mich jetzt nicht hindern, dieses Pokémon zu fangen, ne? Ach man, immer fange ich an zu beten, damit das Ding drin bleibt. Dann bin ich auch ganz ruhig und... Ach man. Erstmal schön der Feuerwirbel, damit ich nicht entkomme. So, Strudel gefangen, toll. Ach, Heaturn. Aber Heaturn ist ein echt cooles Pokémon. Gehört, glaube ich, zu meinen lieblingslegendären Pokémon. Aber auch nur, wenn du jetzt langsam mal drin bleibst im Ball. Verdammtes Ding. Aber nö. Hat keinen Bock drauf. Mittlerweile sind schon wieder 10 Minuten vergangen. Na super. Ach Mensch. Noch schön Eisenschädel reingedrückt.
Ach du Scheiße. Das war kein Volltreffer, möchte ich mal sagen. Der Kampf wird nicht mehr lange dauern. Und ich würde sagen, sobald der Kampf vorbei ist, werde ich auch den Part beenden. Würde ich ganz klar sagen. Weil ich möchte mit dieser Stimme jetzt nicht nochmal weiter aufnehmen und allzu viel Zeit habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich hätte jetzt gerne Professor Layton aufgenommen, aber wie gesagt, die Stimme sagt, nö, ich habe keinen Bock mehr. Ja, und tschüss, Sky Shadow. Hast du toll gemacht. Ach, Mensch, Heatran, was mache ich noch mit dir? Ich versuche noch alles rauszuzögern, weil wenn Brainstorm jetzt drin bleibt, der hat ja nicht so gute Verteidigungswerte. Und dann ist bizarr mit dem Typen und dem Hagel, den er hervorruft, ich weiß ja nicht. Ich werde jetzt einen Finsterball werfen. Und danach probiere ich mir den Timerball. Der soll eigentlich erst nach 30 Runden funktionieren. Ich weiß gar nicht, wie viele wir jetzt schon durch haben. Aber es scheint bei der einzige Hoffnung zu sein. Das war ja auch der Ball, der mir geholfen hat bei Turbots. Eisenschädel, das dürfte sogar schon den Tod bedeuten. Meine ich. Oder? Oh Gott, ein einziger KP. Alter Schwede. Was ist das denn? So. Ja, ich setze ihn jetzt mal ein. Timerball. Vielleicht habe ich ja Glück. Oder auch nicht. Kannst du auch Grimasse einsetzen, Heatran? Habe ich nichts dagegen. Mach mal. Komm schon. Ach, Mano. Das soll heißen, das wird es gleich gewesen sein. Jetzt kommt Rigsbizarre, unser letztes Pokémon. Ach, Mensch, Snowflower. Was machen wir denn nur? Jetzt kommt erstmal der Hagel raus. Allzu lange wird Heatran dann auch nicht mehr überleben. Ach, Menschensknass. So. Hyperball. Vielleicht teile ich ja noch eine Runde durch. Ich könnte es, wenn jetzt. Also, Eisenschild darf ich jetzt auch nicht einsetzen. Eine, zwei. Drei. Ja! Er sitzt. Geil. Heatran ist im Ball. Oh mein Gott. Danke. Danke. Das könnte die letzte Runde gewesen sein, ich muss sagen. Heatran, Lavadom vom Typ Feuerstahl. Es lebt in vulkanischen Höhlen. Mit seinen kreuzförmigen Klauen kann es sogar an der Decke laufen. Sehr schön, damit wird das geklärt. Spitznamen? Natürlich. Dark Colombo, hiermit wirst du geehrt. So. Ach, das ist ja so schön. Ich hatte schon gedacht oder gefürchtet, ich würde kein einziges Pokémon mehr offscreen fangen können. Denn wie gesagt, wenn ich zwei ganze Parts damit verbracht hätte, ein Pokémon zu fangen, ein legendäres, dann würde ich sagen, mache ich das offscreen weiter, bis ich das gefangen habe. Dark Colombo mit einem K. Denn sonst würde das nicht passen. Das sind ja maximal 10 Buchstaben gültig. Du Schande. Also hätte Heatran jetzt Eisenschädel, Feuerwirbel oder Flammensturm eingesetzt, wäre egal. Ich glaube, Rigsbizarre wäre so oder so gestorben. Auch wenn Feuerwirbel jetzt nicht die stärkste Attacke ist. Das tut weh. Und dann wäre Heatran so oder so irgendwann an dem Hagel gestorben. Rigsbizarre war das letzte Pokémon. Alter Schwede. Wir haben es gefangen. Mit dem, glaube ich, letzten Ball. Ach ja. Raus hier, Darkshark. Schnell. Oh. Hier nicht einsetzbar, aber hier draußen, glaube ich, ne? Mensch, 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 Leute. Damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Das erinnert mich gerade an den Kampf gegen Palkia, wenn ich ehrlich bin. Und das war, glaube ich, auch der allerletzte Ball, der möglich gewesen wäre. Wenn ich mich nicht irre. Dann haben wir Palkia tatsächlich gefangen. Und jetzt ist auch das... Ist jetzt mein viertes legendäres Pokémon, wenn ich mich nicht irre, ne? Okay, kurz nochmal bei der Box vorbeigucken. Sky Shadow, flieg uns hin! Und ich würde sagen, wem es noch nicht aufgefallen ist. Frühlingspfad, der ist neu. Und da waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Hm. Vielleicht könnte das ja der nächste Ort sein, wo wir sein könnten. Oder vielleicht auch in Blitzdach. Mal sehen. Ich fliege jetzt mal nach Schleide. Denn im Frühlingspfad, das ist ein neu geöffneter Pfad, der sich jetzt vor kurzem geöffnet hat quasi. Dort wird ein legendäres Pokémon namens Giratina auf uns warten. Und mittlerweile können wir auch in Blitzdach in den Blitzdach-Tempel. Dort wartet Regigigas auf uns. Allerdings, Achtung, was ich nicht vergessen darf. Ich glaube, so war das. Ne? Man kann es nur erwecken, wenn man Regice, Regirock und Registeer bei sich im Team hat. Gut, dass ich das auf meiner Diamant-Edition noch habe. Das heißt, ich könnte offscreen das noch hin und her tauschen. Das sind ja keine ROMs, die ich benutze. Ganz gut nicht. Also ist dann auch wieder praktisch. Naja, meine Lieben, damit ist der Part beendet. Das sind meine vier legendären Pokémon hier. Darkolom, Freakle, bla bla bla. Damit ist der Part beendet. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und fangen das nächste legendäre Pokémon. Bis dann und auf Wiedersehen.